Medizin. Die Neurochirurgie beschäftigt sich mit degenerativen Krankheiten der Wirbelsäule. Nachdem in der Wirbelsäule die ganzen Nervenstrukturen verlaufen, ist es unumgänglich, wenn der Nerv eine gewisse Kompressionssymptomatik aufweist, das heißt einen Druck bekommt und dementsprechend Schmerzen entwickelt oder auch Lähmungen, dass man ihn entlastet, sei es vom Bandscheibenvorfall, sei es vom engen Knochenkanal. Vor allem wenn der Nerv über einen längeren Zeitraum bedrängt ist, wird zur Operation geraten, um bleibende Schäden zu vermeiden. Es gibt hier zahlreiche Behandlungsmöglichkeiten. Wir, die Neurochirurgen, behandeln die Patienten aus der Tradition heraus minimalinvasiv. Das bedeutet, wir bedienen uns des Mikroskops, wir machen sehr viele Eingriffe perkutan, das heißt durch die Haut hindurch, oder wir machen sie endoskopisch, das heißt mit einem kleinen Gerät, wie wir sie in der Arthroskopie verwenden. Moderne Medizin. Präsentiert von der MCO Privatklinik Bad Dürnberg.